Hallo und damit herzlich willkommen seit langem wieder mal zu einem neuen Tutorial von Let's Tutorial Feed the Beast Infinity. Und in diesem Tutorial möchte ich euch gern zeigen, wie ihr Modpacks, zum Beispiel Feed the Beast Infinity, editieren könnt, sodass ihr zum Beispiel Mods aus dem Modpack deaktivieren könnt und zum Beispiel neue Mods hinzufügen könnt, wie zum Beispiel Optifine. Das zeige ich euch heute in diesem Video. Das erste Mal nun auch, wie der ein oder andere vielleicht auch erkennen kann, im neuen Betriebssystem Windows 10. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück und dieses Tutorial ist auch aufgrund vieler Kommentare entstanden. Ich hatte ja als erstes Video der Tutorial-Reihe Let's Tutorial Feed the Beast Infinity ein Video gebracht, wo ich gezeigt habe, wie ihr Feed the Beast Infinity installiert. Und da kamen auch so Fragen, bei mir funktioniert das nicht. Und das liegt einfach daran, dass ihr vielleicht nur 4 GB RAM habt und man braucht mindestens 8 GB, dass Feed the Beast Infinity vernünftig läuft. Also so ist es bei mir zumindest. Und um auf, falls ihr 4 GB habt und auf 8 GB aufrüsten wollt, braucht ihr ein 64-Bit-Betriebssystem, sonst funktioniert das Ganze nicht. Der ein oder andere von euch hat vielleicht auch einen PC, der ein wenig schwächer ist und der Feed the Beast einfach nicht schafft, weil einfach in diesem Modpack zu viele Mods sind. Aber ihr wollt dieses Modpack einfach spielen und daran Freude haben. Und deswegen zeige ich heute euch auch, wie das möglich ist, indem ihr nämlich Mods rausschmeißt aus Feed the Beast Infinity und vielleicht Mods wie Optifine in das Modpack integrieren könnt. Und wenn ihr Mods rausschmeißt, die euch vielleicht nicht so interessieren, müssen auch weniger Mods geladen werden. Das heißt auch, dass euer PC weniger Leistung braucht, um Feed the Beast Infinity zu spielen. Heißt, ihr könnt nur wichtige Mods drin lassen, die euch auch wirklich interessieren und mit denen ihr auch wirklich arbeitet. Um jetzt ein Modpack zu editieren, öffnen wir erst einmal unseren Feed the Beast Launcher. Im Launcher angekommen, wählen wir dann hier erst einmal ein Modpack aus, laden uns dieses herunter und wenn uns das gefällt, können wir das dann editieren. Ich habe jetzt hier mal Feed the Beast Infinity ausgewählt und wenn wir jetzt hier rechts herunterscrollen, sehen wir die Mods, die in diesem Modpack vorhanden sind. Da kann man sich vielleicht auch ein bisschen orientieren, welches Modpack man jetzt nimmt. Da kann man hier ein wenig durchklicken und dann kann man hier gucken, welche Mods in diesem Modpack drin sind und sich dann eventuell auch daran orientieren, welche Mods möchte ich, sodass ich jetzt nicht so viele Mods herunterladen noch muss, die ich dann haben möchte. Wir machen das jetzt mal am Beispiel von Feed the Beast Infinity. Das wählen wir hier einfach aus. Sehen hier diese Mods, die installiert sind und dieses Modpack möchten wir jetzt einmal editieren. Dazu klicken wir hier oben auf Modpack bearbeiten. Nun öffnet sich dieses Fenster. Das kann zu Version ein wenig anders aussehen. Deswegen nochmal zur Info, wir haben hier den Feed the Beast Launcher V1.4.8. Das ist der neueste, den habe ich gerade geupdatet. Und dann sieht das Fenster so aus, nachdem wir auf Modpack bearbeiten geklickt haben. Und jetzt sehen wir hier aktivierte Mods und deaktivierte Mods. Bei aktivierten Mods sehen wir die ganzen Mods, die in diesem Feed the Beast Infinity Modpack enthalten sind. Und hier rechts die Mods, die deaktiviert sind. Hier können wir zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal AcriCraft. Können wir jetzt zum Beispiel deaktivieren. Das wählen wir einfach mit Linksklick aus und klicken dann hier auf Deaktivieren. Und nun steht das hier auf der Liste bei deaktivierten Mods. Das können wir natürlich auch wieder aktivieren. Da klicken wir einfach wieder drauf und sagen Aktivieren. Nun steht das wieder in der Liste aktivierter Mods und wir können damit jetzt auch spielen. Jetzt möchten wir noch einen neuen Mod hinzufügen, wie zum Beispiel Optifine. Wir installieren jetzt mal Optifine und dazu öffnen wir erst einmal unseren Browser.
und gehen auf die Homepage von Optifine. Optifine.net. Das müsste unter Download sein. Und dann scrollen wir hier runter. Ihr müsst auch immer gucken. Wir gehen nochmal auf den FeedBeast Launcher. Das wäre jetzt die Modpack-Version 1.7c. Das seht ihr über hier. Wenn wir jetzt hier mal runterscrollen. Ich schließe das mal kurz. Wie zum Beispiel Direwolf 20. Das ist auf 1.6.4. Müsst ihr immer gucken, dass ihr auch, wenn ihr auf Direwolf zum Beispiel 1.6.4, müsst ihr euch immer daran orientieren, was hier hinten für eine Versionsnummer steht. Für diese Version letztendlich den Mod auch herunterladen, wie zum Beispiel bei Optifine. Müsstet ihr hier dann gucken. Optifine 1.6.4, 1.7.2. Und wir wollen jetzt aber das für FeedBeast Infinity. Und wie wir sehen hier, das war das Falsche hier, ist FeedBeast Infinity für 1.7.10. Also suchen wir mal Optifine für 1.7.10 heraus. Scrollen wir mal ein wenig. 1.7.10, hier haben wir das. Dann haben wir hier Optifine HD Ultra. Das würde ich nicht empfehlen, weil das zieht auch ganz schön viel Leistung. Wenn ihr gerade nicht so einen starken PC habt, ist das eher dann suboptimal. Und ich würde euch eher das Optifine HD Standard empfehlen. Und hier sehen wir die Versionen. Das ist die älteste, das ist die neueste. Die ist auch hier immer so ein wenig markiert. Und die werden wir uns einfach mal herunterladen. Dazu klicken wir hier auf Miro oder einfach auf Download. Dann klicken wir hier auf Download Optifine 1.7.10, nicht hier drauf. Und dann kommt die Meldung, möchten wir das auf unserem Computer behalten oder wollen wir das verwerfen? Das behalten wir natürlich. Und das geht auch schon ganz schnell. Das Optifine 1.7.10 ist heruntergeladen. Jetzt können wir auch schon unseren Browser schließen. Wir gehen wieder in FeedBeast. Dann Modpack bearbeiten. Dann können wir hier das einmal über den Reiter Modpack hinzufügen machen. Oder wir gehen einfach auf Verzeichnis öffnen. Hier sehen wir dann das Verzeichnis, wo die ganzen Mods, der Ordner, wo die ganzen Mods von FeedBeast Infinity drin sind. Und hier schmeißen wir jetzt einfach noch den Mod rein, Optifine. Dazu klicken wir hier einmal auf Downloads, Optifine 1.7.10, sagen einmal kopieren und gehen nochmal auf FeedBeast, Verzeichnis öffnen nochmal. Und jetzt sind wir in dem Mod-Ordner, FeedBeast Infinity, Minecraft und Mods. Und hier fügen wir den Mod nun ein. Dazu machen wir wieder Rechtsklick und einfügen. Und da ist er auch schon da. Jetzt sollte das Ganze auch wieder funktionieren. Wir schließen einfach den Tab. Sehen dann auch hier. Halt, das müsste man noch nicht sehen. Da müssten wir nochmal auf Modpack bearbeiten gehen. Und jetzt müsste man das sehen. Müssen wir mal gucken bei O. Optifine 1.7c HD 10. C1, das ist die neueste Version von Optifine, der Version 1.7.10. Und das heißt, dass die Version des aktiviert ist. Bei manchen Bots ist das hier hinten auch noch so orange gekennzeichnet. Das heißt, dass das die Standard-Mods von FeedBeast sind. Nun schließen wir einfach den Tab, nachdem wir Optifine da reinkopiert haben. Und öffnen einfach einmal FeedBeast Infinity. Dazu gehen wir auf Starten. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es gestartet ist. So, herzlich willkommen zurück. FeedBeast Infinity ist nun gestartet. Und wir schauen mal, ob Optifine auch funktioniert. Und dazu klicken wir einmal auf Options. Und einmal auf Video Settings. Und hier sehen wir schon die klassischen Optifine Optionen. Und wir sehen uns gleich wieder. Nämlich, wir gehen jetzt auch mal in eine Welt hinein. Und schauen mal, ob wir darin auch zoomen können. Ich habe jetzt mal eine Welt geladen und wir schauen mal, ob das Ganze auch funktioniert. Und dazu klicken wir einmal auf der Tastatur die Taste Steuerung und wir sehen, wir können mit Optifine zoomen. Wow! Ja, wir haben Optifine in FeedBeast Infinity integriert. Und auf diese Basis könnt ihr auch andere Mods hinzufügen und Mods rausschmeißen, die euch vielleicht nicht so gefallen. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Experimentieren mit Mods.
das Modpack zu editieren, neue Mods hinzuzufügen. Und ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Auch über Kommentare, über ein Abo, vielleicht auch ein Like. Und ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Video.